Du bist jetzt 15 bis 20 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst 2024 zum ersten Mal wählen, und zwar das Europaparlament. Das haben sich die Grünen ausgedacht, weil sie dachten, dass du sie wählst. Aber wir wissen, du bist schlauer. Du wählst AfD. Und selbst wenn du noch unsicher bist, solltest du es dir überlegen. Denn es geht um deine Zukunft. Deine Lehrer und die ganzen Schulmeister in ARD und ZDF erklären dir, dass alles super ist. Bestes Land. In diesem besten Land kommt zwar kein Zug pünktlich an, hast du keine Zukunftschancen mehr, ist dein Job nicht sicher und will man dir in Zukunft das Auto fahren, das Fernreisen und die eigene Wohnung madig machen. Aber wehe, du sagst etwas anderes. Dann musst du dir anhören, dass du recht seist, populistisch, diskriminierend. Eine Wahlkabine ist das genaue Gegenteil dieser Bevormundung. Denn du bist allein darin und du triffst deine Entscheidung. Und diese Entscheidung zählt. Denn niemand kann sie dir vorschreiben, niemand kann sie dir am Ende streitig machen. Und doch, alle haben Angst davor. Und genau deshalb ist jetzt die Zeit bis zum Wahltermin, dass du dir Gedanken über deine Zukunft machst. Du brauchst nach der Schule einen Job, den du gern machst und der sich lohnt. Ein Job, der so sicher ist, dass du nicht Angst davor hast, in einem halben Jahr immer wieder arbeitslos zu werden und wo du so viel Geld verdienst, dass du dir was aufbauen kannst. Das ist dank der Politik von Ampel und CDU überhaupt nicht mehr sicher. Mittlerweile arbeiten Millionen Menschen befristet. Sie arbeiten in Jobs, die ihnen keinen Spaß machen. Sie wissen, dass die künstliche Intelligenz jederzeit ihre Arbeit ersetzen kann und dass in Deutschland aufgrund der falschen Politik keine neuen Industrien sich ansiedeln, die dauerhaft sichere Arbeitsplätze schaffen. Du brauchst einen Job, damit du dir was aufbauen kannst, dein privates Glück. Die Generation derjenigen, die dir jetzt irgendwas erzählen, hatten alle ein eigenes Auto und erzählen jetzt, dass du keins haben darfst. Die sind alle in ihren 20ern einmal um die Welt gereist, um etwas kennenzulernen und wollen dir jetzt das Fliegen verbieten. Sie haben es geschafft, mit Anfang 30 sich eine kleine Eigentumswohnung oder ein Haus zu kaufen, damit sie im Alter sicher wohnen, und wollen dir das jetzt verbieten. Damit du diese Chancen hast, musst du andere Politiker wählen. Die AfD ist entstanden, weil wir sehen, in welchen Mist Politiker von SPD, Grünen, CDU und FDP unser Land führen. Wir wollen, dass auch die nächste Generation ihr Glück machen kann, dass sich Arbeit lohnt, dass sie da, wo sie wohnen, zu Hause sind, dass sie etwas aufbauen können, was ihnen gerecht wird. Unsere Gegner reden davon nicht, denn dann müssten sie ja die Frage beantworten, warum wird unser Land immer ärmer? Warum haben wir mittlerweile die höchsten Energiepreise der Welt mit der Folge, dass die Industrie abwandert? Warum hat keiner von euch ein Handy in der Tasche, das made in Germany ist? Warum kommunizieren wir nicht auf Internetplattformen, die aus Deutschland kommen, obwohl wir mal das Land waren, wo alle wichtigen Erfindungen herkamen? Weil wir schlecht regiert werden. Diese Leute reden stattdessen darüber, dass ihr einmal im Jahr euer Geschlecht wechseln könnt. Sie wollen euch einreden, dass ihr nicht Männer und Frauen seid, sondern irgendwas dazwischen, was es nicht gibt. Sie wollen, dass in Zukunft hässliche Männer in Frauenkleidern in die Mädchentoiletten und Mädchen sauen dürfen und dass, wenn ihr euch gegen diese Belästigung wehrt, ihr die Bösen seid und nicht die Ferkel, die da reinkommen. Wir müssen es schaffen, dass wieder über das Wesentliche gesprochen wird, nämlich über euer konkretes Leben, über euren Start ins Leben, über eure Zukunft, über euren Anspruch auf Glück und auf Wohlstand, auf Freiheit vor Bevormundung und dagegen einem linken Spinner auch sagen zu können, mit dir habe ich nichts zu tun, shut up. Und deshalb braucht es Mut. Dieser Mut heißt, am 9. Juni 2024 ins Wahllokal zu gehen und nicht seine Wahlbenachrichtigungskarte vorher zu vergessen. Sich den Zettel zu nehmen und dann sein Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, bei der Alternative für Deutschland, die Teil eines großen Netzwerks europäischer Parteien ist, die heißt Identität und Demokratie. Wer da sein Kreuz macht, nicht nur einen, sondern auch eure Freunde und die, mit denen er gemeinsam abhängt, Fußball spielt, Musik hört. Das ist das, was all die anderen fürchten und was unser Land verändert. Und wir sehen es ja schon. In allen U18-Umfragen ist die AfD mittlerweile in Ost wie West entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft. Was für eine starke Botschaft. Und ihr seid es, die wissen, worauf es ankommt, denn es sind die jungen Leute, die AfD wählen.
Die ganzen Ü60-Boomer, die glauben immer noch ARD und ZDF, die haben ihre Schäfchen im Trocknen. Die wählen CDU, SPD, Grüne. Und deshalb, 2024 ist der Moment, wo wir eins klar machen. Deutschland hat eine Zukunft. Diese Zukunft seid ihr. Und diese Zukunft wählt rechts.